Ihr seid bestimmt schon mal über solche Videos gestolpert. Lukas, Freundweiler, du geile Sau. Congratulations. Congratulations. On your engagement. On your engagement. You order a birthday greeting from Africa for your sister. Egal ob zur Verlobung, zum Geburtstag, zu Weihnachten, zur bestandenen Prüfung oder als Einladung zur großen Jubiläumsparty der Landjugend im Zillertal. Die Grußvideos werden zu allen möglichen Anlässen verschickt. Wer besonders lustig unterwegs ist, schickt sie an einen Influencer. Gender! Mua, 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 mua. Das ist absolut dumm. Warum wird sowas angeboten? Es ist so frech. Was passiert mit dem Internet? Ich komme da nicht mehr mit. Viele feiern die Clips. Sie fluten TikTok und Instagram. Es gibt sie in allen möglichen Sprachen. Viele von ihnen wirken harmlos. Teilweise sind sie witzig gestaltet oder sind wirklich coole Performances zu sehen. Gleichzeitig werben viele Anbieter damit, etwas Gutes für den afrikanischen Kontinent zu tun. Verschicken Sie unvergessliche Nachrichtenvideos an Freunde und Bekannte und unterstützen Sie gleichzeitig Menschen in Armut. Das ist so ein tolles Konzept. Einfach Win-Win. I won. Win-Win für wen? Denn oft sind die Videos eigentlich eher nicht so witzig und ziemlich grenzwertig. Wer steckt dahinter? Wer dreht sie? Und wer verkauft sie? Und noch viel wichtiger, sollte man sowas supporten? Wir wollten wissen, wohin das Geld wirklich fließt und wie viel davon bei den Darstellern landet. Wir sind ganz tief in die super wilde Industrie afrikanischer Grußbotschaften eingestiegen, die von China bis in einen kleinen Ort bei München reicht. Wir haben sogar persönlich mit einem der größten deutschen Anbieter dieser Videos gesprochen. Also ja, ich habe natürlich damit gerechnet, dass das Interview ein bisschen kritischer verläuft. Moin, moin, ich sehe schon wieder Sternhalle. Happy Birthday to you. Wo genau die Grußbotschaften ihren Ursprung haben, ist nicht ganz klar. Eine wichtige Rolle spielen aber chinesische Anbieter. Viele Chinesen verschicken solche Grüße über soziale Medien. Afrikanische Grußbotschaften gibt es dort mindestens seit 2017. Damals konnte man die Videos zum Beispiel über den chinesischen Onlineshop Taobao bestellen. Der Hype wurde während der Corona-Pandemie ab 2020 nochmal heftig befeuert. Es gab Lockdowns. Die Menschen saßen teilweise über Wochen in ihren Wohnungen fest. Die Videos aus Afrika sollten aufheitern. Man wünschte sich gegenseitig ein schnelles Lockdown-Ende oder einen negativen PCR-Test. In den Videos, die in China verkauft wurden, waren oft Kinder zu sehen. Sie haben Grüße gerufen, chinesische Lieder gesungen und andere Dinge gesagt, die sie nicht ansatzweise verstehen. Von dort aus hat sich die Industrie verselbstständigt und ist global geworden. Die Videos werden in allen möglichen Sprachen angeboten. Englisch, Russisch, Spanisch, Französisch. Und natürlich auf Deutsch. Die Preise liegen bei 30 bis 80 Euro. Meistens sind Gruppen von Männern oder Frauen zu sehen. Es gibt unzählige Anbieter. Wishes from World, Greetings from Africa, Star Wishes und so weiter. Sie sitzen überall auf der Welt verteilt. In Australien, Hongkong, China und Deutschland. Ein großes, unübersichtliches Angebot gibt es auch bei Versicherungen. Welche Versicherungen gibt es? Welche brauche ich? Welche nicht? Hier kommt Clark ins Spiel. Die Experten von Clark können dich individuell zu deiner Situation beraten. Das geht ganz klassisch per Telefon oder per Videocall. Wenn du wie fast jeder Mensch unserer Generation Telefonate und persönliche Interaktionen eigentlich wie die Pest vermeidest, kannst du mit den Clark-Experten auch chatten oder du erreichst sie per Mail. Mit ein paar Klicks kannst du in der App den Bedarfscheck ausfüllen und weißt sofort, wie gut du versichert bist. Wichtig, falls du mit krasser Voraussicht deine Rente im Alter vielleicht aufstocken willst, lass dich von Clark gerne mal zu den verschiedenen Möglichkeiten der privaten Altersvorsorge beraten. Wenn du dich anmeldest, wird Clark dein neuer Versicherungsmakler und vertritt deine Interessen gegenüber den Versicherungsgesellschaften. Über diesen QR-Code und den Link in der Beschreibung könnt ihr euch mit dem Code TWOBOARD44 Best-Choice-Gutscheine im Wert von insgesamt 45 Euro sichern. Dafür müsst ihr euch die App herunterladen und insgesamt 3 bestehende Versicherungen hochladen. Ein Anbieter afrikanischer Großbotschaften wohnt in der Nähe von München. Ich finde die Idee einfach dahinter cool. Es ist ein
cooles Geschäftsmodell, was man sich da aufbauen kann? Das ist Daniel. Eigentlich heißt er anders, wir haben seinen Namen verändert. Er betreibt eine solche Seite und ist wahrscheinlich der größte deutsche Anbieter. Auf seiner Seite kann man von Einheimischen grüßen lassen. Oder ein Frauenbasketballteam in Miniröcken tanzt für den Empfänger der Botschaft. Miniröcke sind zwar, soweit wir wissen, keine Standard-Outfits im Basketball, aber hey. Die Videos dreht Daniel nicht selbst. Er steht in Kontakt mit Produktionsfirmen vor Ort, die den Job für ihn übernehmen. Bei den Videos geht es zwar immer nur um Afrika, als wäre das ein Land. Tatsächlich sitzt ein großer Teil der Teams aber in nur ein paar Ländern. Zum Beispiel in Mali, Sambia und Malawi. Daniel lässt in Simbabwe produzieren. Also man kann sich wie so ein Filmset vorstellen. Ich sag immer das kleine Hollywood. Man hat halt diese verschiedenen Bereiche, wo halt die verschiedenen Tänzer und Kameramänner zugeteilt sind. Und so ungefähr kann man sich dann das vorstellen, wie die Produktion vor Ort abläuft. Die Industrie in den Orten ist ziemlich konzentriert. Deshalb haben die ganzen Anbieter auch fast identische Angebote. Das Boxteam gibt es hier und hier. Die Jungs von der Happy Birthday Graffiti-Wand gibt es auch mehrmals. Dieser Anbieter bestellt die Videos vor der Hello Kitty-Wand offensichtlich bei der gleichen Produktionsfirma wie Daniel. Daniel ist quasi einfach Mittelsmann. Die Aufträge werden per WhatsApp an unsere Produktion vor Ort in Afrika weitergeleitet. Dann kommt das Video meistens innerhalb eines Tages zurück. Pro Tag drehen die Produktionsteams teilweise mehrere hundert Clips. Die BBC hat vor knapp 2 Jahren eine Journalistin plus Team nach Malawi geschickt, um sich ein Bild von der Industrie vor Ort zu machen. Für einen vollen Drehtag mit Aufträgen aus China bekommen die Darsteller offenbar teilweise weniger als 50 Cent. Die Kinder verpassen aufgrund der vollgepackten Drehtermine teilweise die Schule. Ein Kind erzählt, wie es teilweise von Produzenten misshandelt wurde. Laut Daniel sind solche Bedingungen und Löhne vor allem ein Problem chinesischer Zwischenhändler und Anbieter. Also uns wird täglich Listen angeboten zwischen 4 bis 5 Euro pro Video. Da kann man sich auch dann rauskristallisieren, wie viel die Leute dann vor Ort verdienen. In Videos von Daniel sollen alle Darsteller über 18 sein. Dabei verlässt er sich auf die Aussagen seiner Produktionsfirma in Simbabwe. Bei der Bezahlung ist das genauso. Daniel bezahlt laut eigener Aussage zwischen 9 und 15 Euro pro Video. Also wir haben die Information, dass ungefähr zwischen 50 und 60 Cent pro Video an einen Darsteller geht. Also 8 Darsteller beispielsweise, jeder bekommt ungefähr so 0,5 Cent Euro. Daniel wollte uns ursprünglich auch einen Kontakt zu seinem Produktionsteam und Darstellern herstellen. Das hat er am Ende dann allerdings doch nicht getan. Er selbst war noch nie in Afrika und konnte sich kein Bild von der Situation vor Ort machen. Einer der chinesischen Produzenten in Malawi hat einem Undercover-Journalisten erzählt, was er von Dunkelhäutigen hält. Er ließ sich vor der Kamera von den Kindern die Füße massieren und waschen. Der Mann soll auch hinter diesem Video stecken, das 2020 in China viral gegangen ist. 21st century, people can do videos like this. Das ist nicht das einzige widerliche Video, das als Teil der Grußbotschaften aus Afrika produziert wurde. Es gibt etliche davon. Daniel distanziert sich von sowas. Er und sein Team prüfen laut eigenen Aussagen jede Anfrage und geben nicht alles in Auftrag. Natürlich keine anstößigen oder rassistischen Lieder oder Texte sind natürlich absolut verboten bei uns. Wir stehen auch nicht dazu. Doch auch auf seiner Seite finden sich öffentliche Beispielvideos, die auf uns grenzwertig wirken. Bei einem dieser Videos ist Dior von Pop Smoke zu hören und die Frauenbasketballmannschaft in Miniröcken tanzt dazu. In dem Track fällt häufiger das N-Wort. Eventuell feiert der Auftraggeber der Grußbotschaft den Track einfach. Vielleicht findet er es aber auch auf ekelhafte Weise witzig, wenn leicht bekleidete simbabwische Frauen sich für ihn anzüglich zum N-Wort bewegen. Daniel hat uns erzählt, dass sein Angebot definitiv auch teilweise solche Kunden anzieht. Haben auch schon mal einen Kunden gesperrt, weil er 2-mal bestellt hat und 2-mal wirklich nicht saubere Dinge praktiziert hat. Und das finde ich natürlich nicht schön.
Wer hat das hier bestellt? Er hat hier ein Power Ranger-Video bestellt und darauf schreibt er auf dem Schild, eigentlich haben wir keine Lust auf das hier. Wenn du das Bild erkennst, natürlich haben die erlaubt, das hier zu teilen. Wer das hier gemacht hat, eigentlich haben wir keine Lust auf das hier. Du bist eine fucking Legende. Bitte schreib, du bekommst ein kostenloses. Kommst, zwei Videos kostenlos von mir. Egal, ob 60 Euro kostet oder 4 oder 20, ich schenke dir zwei Videos. Komm, schreib mir bitte. Wir finden auch andere von Daniels Angeboten überhaupt nicht okay. Diese Gruppe heißt die Einheimischen. Sie haben Bemalungen im Gesicht, Stöcke, Trommeln und natürlich eine Strohhütte. Wir wissen von Daniel, dass diese Gruppe in einem Outdoor-Studio dreht und das Setting nichts mit der Realität zu tun hat. Hier wird bewusst das klischeehafte Bild von trommelnden und bemalten Bush-Afrikanern reproduziert. Man kann es falsch implementieren, man stellt sich natürlich vor, ey, so sehen die doch gar nicht vor Ort aus, das ist auch nur normal lebende Menschen, man kann es verstehen, ja. Wir sind auch gerade mit dabei, vielleicht das Team rauszunehmen, weil es ein bisschen zu anschlüssig ist, meiner Meinung nach. Aber zur Ansicht der Sache ist halt so ein Team, was einfach den Kunden gut gefällt. Daniel hat die Einheimischen direkt nach unserem Call offline genommen. Immerhin. Wir wissen nicht, wie viel er vorher insgesamt mit dieser Gruppe verdient hat. Tatsächlich ist sein gesamter Shop seit einigen Tagen offline. Die Darsteller werden in den Videos teilweise objektifiziert und sexualisiert. Viele der Tanzgruppen haben glänzende Sixpacks und sind oberkörperfrei. Das Frauen-Basketball-Team in sehr knappen Outfits haben wir ja schon angesprochen. Das sind ja normale Fußball-Outfits oder Basketball-Outfits beispielsweise, ja. Man kann ja jetzt nicht wirklich sagen, dass wir darauf aus sind, die Frauen da zu sexualisieren. Weiß ich nicht, Digga. Logisch, ich verstehe den Punkt, dass auf jeden Fall, dass da irgendwo auch ein sexueller, ja, so ein Punkt da ist. Aber wir haben auch einige Videos schon rausgenommen, die zu hart war, beziehungsweise gar nicht erst reingenommen haben. Deswegen schauen wir da auch auf jeden Fall, dass da nicht zu viel Haut gezeigt wird. Auf uns wirken die Mädchen in dem Basketballteam außerdem teilweise sehr jung. Daniels Produktionsteam hat ihm versichert, sie alle seien volljährig. Unabhängig überprüfen können wir das leider nicht. Viele Anbieter machen offensiv Werbung, dass man durch die Videos Menschen in Armut unterstützen würde. Es würden Arbeitsplätze geschaffen. Die Armen würden von Spenden unabhängig gemacht werden. Wir zaubern vielen afrikanischen Kindern mit unseren Grußbotschaften ein Lächeln ins Gesicht. Ein Anbieter ist sogar ein richtiger Ehrenmann und spendet on top an den African Children's Fund. Sehr barmherzig und leider gelogen. Wir haben bei dem African Children's Fund angefragt und er hat nie Spenden von Wishes from Africa erhalten. Auch Daniel ist fest davon überzeugt, etwas Gutes zu tun. Wir unterstützen natürlich die Afrikaner vor Ort mit unseren Videos. Ja? Wir bereichern die mit den Einnahmen, die wir dadurch erzielen, indem wir hier die Videos verkaufen. Wir nehmen unsere Marge raus. Die Werbekampagnen bekommen ihre Marge. Und natürlich auch die Afrikaner vor Ort. Und so gewährleisten wir natürlich, je mehr Videos wir verkaufen, desto mehr können wir den Afrikanern geben. Dass hoffentlich etwas Geld in einige afrikanische Dörfer fließt, ist das einzig Positive, das wir diesen Videos abgewinnen können. Es gibt scheinbar bessere und schlechtere Anbieter in der Grußbotschaft-Industrie. Es wirkt aber grundsätzlich so, als könnten die wenigsten garantieren, dass ein fairer Betrag bei den Darstellern ankommt. Teilweise werden die Darsteller ausgebeutet, Kinder davon abgehalten, zur Schule zu gehen. Selbst wenn einige der Clips auf den ersten Blick harmlos erscheinen, finden sie doch in einem hochproblematischen rassistischen Kontext statt. Guck mal, der Afrikaner macht was Witziges, schwingt bei jedem dieser Videos mit. Auf chinesischen Social-Media-Plattformen nimmt Hass gegen Schwarze seit Jahren zu. Auch in Deutschland hat Rassismus gegen Schwarze in den vergangenen Jahren offenbar zugenommen. Letzten Herbst wurde eine Studie veröffentlicht, bei der auch Menschen mit afrikanischen Wurzeln in Deutschland befragt wurden. Innerhalb der letzten 5 Jahre gaben 76% von ihnen an, explizit wegen ihrer Herkunft und Hautfarbe Rassismus erlebt zu haben. David und ich waren bereits mehrfach in verschiedenen afrikanischen Ländern. Der Kontinent ist so vielfältig und hat unfassbar viel zu bieten. So eine voyeuristische, teils rassistische und sexualisierende Industrie, die das Bild eines rückschrittlichen Afrikas zeigt und promotet, ist da alles andere als hilfreich. Wir hoffen, dass euch dieses etwas ernstere Video gefallen hat. Schaut nach links und rechts, wenn ihr über die Straße geht und macht schnell die Augen zu, wenn euch eine Grußbotschaft in den Feed gespült wird. Checkt das Angebot von Clark ab. Über diesen QR-Code und den Link in der Beschreibung könnt ihr euch mit dem Code TWOBOARD44 Best-Choice-Gutscheine im Wert von insgesamt 45 Euro sichern. Ansonsten feiert gut und Case closed.